Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von... Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Weiß ich nicht. Von Hogwarts Legacy. Ich guck mal eben, wie sieht unser Inventar aus. Oh, meinen aufrichtigen Dank. Das war sehr tapfer. Wonach suchen Sie genau? Ich suche nichts, aber... Was kann man verkaufen? Ich danke für Ihren Besuch. Bitte sehr, tschüss. So. Wir machen heute, finde das, was Jack Dor Anne hinterlassen hat. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Hauptstory. Wenn wir nicht schon wieder gelenkt werden. Okay. Revelio. Oh je. Gucken wir mal. Bin ich hier auch schon? Entlang? Oh. Und dann. Ach so. Accio. Revelio. Ich komme aber später wieder hoch, ne? Zweifellos schon lange ver... Sorry. Das muss der Ort sein, von dem Anne mir erzählt hat. Revelio. Hier war ja ewig niemand mehr. Ja, ne? Mal da rein. Gut. Ach hier. Nein. Nein. Ich wollte. Wie hast du das gemacht, Jack Dor? Expelliarmus. Incendio. Ich weiß gar nicht, was wir hier tun müssen. Nein, so geht's nicht. Incendio. Nein, so auch nicht. Expelliarmus. Können wir das noch nicht machen? Was haben wir denn? Wir haben diese. Durch so? Nervioso! Accio! Kein Wunder, dass ein diesen Hinweis nie fand. Okay. Revelio. Na, mir ist Gold. Accio.
Revelio. Wir müssen da weiter. Expelliarmus. Accio. Den haben wir schon. Nein. Nein. Wie hast du das gemacht, Jackdaw? Das war richtig. Der auch. Akio. Oh, da ist was passiert. Oh, ja. Mich überlistest du nicht, Jackdaw. Okay. Wo ist der Hinweis versteckt? Meine liebste Anne, gut gemacht. Du hast mein Rätsel gelöst. Ich wusste, dass du ein aufgeweckter Geist bist und die Einzige, mit der ich mein Abenteuer teilen kann. Triff mich am Rande des verbotenen Walls und ich zeige dir die Karte, von der ich erzählt habe. Es ist unmöglich vorherzusagen, wohin sie uns führen wird. Ich habe sie auf Seiten gefunden, die Peeves aus einem geheimen Buch gerissen hat und niemand sonst scheint es finden zu können. Ich habe keine Ahnung, was vor uns liegt, aber es stimmt. Mich froh zu wissen, dass ich meine Zukunft mit dir teilen werde. Das ist erst der Anfang, Richard. PS, ich bin so froh, dass du das hier gefunden hast, denn sonst wäre ich alleine gegangen. Das wäre kein sehr großer Spaß geworden. Eine Notiz von Jackdaw. Anne hat sie nie gefunden. Wie starb er? War sie unschuldig? Das heißt, vielleicht, dass er es doch ehrlich mit ihr meinte und die andere Schlange gelogen hat. Sieht interessant aus. Revelio. Was sieht interessant aus? Wir haben das doch jetzt gemacht. Oh. Kann das sein? Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Wirklich gut gemacht. Richard Jackdaw, stehe zu Diensten. Der Richard Jackdaw? Ich hörte, du wärst vor Jahren verschwunden. Das solltest du mir erklären. Ach ja? Das war mein Rätsel, das du gelöst hast. Was machst du hier? Die Ex-Aurorin Helen Thistlewood erzählte von einer Karte, die du gestohlen hast, und Anne von einer Höhle. Du hast Anne gesehen? Sie brach mir das Herz. Ich musste ohne sie weiterleben. Das ist für sie wohl auch besser. Darf ich fragen, wie es ihr geht? Sie kam wegen deines Mordes nach Azkaban. Ich fürchte, die Dementoren haben dauerhaften Schaden angerichtet. Was? Azkaban? Arme Anne. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte mich abgeschrieben. Ich bereiste jahrelang die Welt, um mein Herz zu heilen. Ich bin erst kürzlich zurückgekehrt. Mehr als Zufall. Ich muss mit dieser Aurorin reden, um zu sehen, wie ich Anne helfen kann. Das freut mich zu hören. Bevor du gehst, könnte ich die besagten Seiten mit der Karte denn noch finden? Ich bin fast sicher, dass ich sie in der Höhle fallen ließ, als ich geköpft wurde. Sie müssten dort mit meinen Überresten vor sich hinschimmeln. Ich sag dir was. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo genau sie sind? Wie hast du deinen Kopf verloren, wenn ich fragen darf? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Ich habe sie vor der Bibliothek auf dem Boden gefunden. Nicht mein glücklichster Fund,
wenn man bedenkt, wozu er führte. Helen erwähnte Apollonia Black. Hat sie Anne die Schuld angedichtet? Bist du jemals Angehörigen der Blacks begegnet? Die sind ziemlich nachtragend. Dass Anne Interesse an mir zeigte, konnte Apollonia nicht ertragen. Dass ihr eigenes Herz erkaltet war, war ihr egal. Danke. Ich brauche diese Seiten. Für einen Freund. Nun, dann sehen wir uns dort. Ja, sehen wir uns dort. Sehr schön. Die sahen auch schon mal besser aus. Mal sehen, ob wir irgendwelche Nachrichten bekommen. Im verbotenen Wald. Aufträge. Ja, ich hab nur das. Okay. Auf zum verbotenen Wald. Revelio. Aber ab und zu mal Revelio machen. Vielleicht finden wir ja was. Hier. Nee, Revelio. Der ist nicht reif. Weil manchmal gingen die Steine nicht. Aber wollen wir jetzt hier haben? Was ist denn da? Ach so. Nee, Stufe 23. So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Revelio. Irgendwas ist hier. Spider. Accio. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Revelio. 9 von 10. Hätten wir dann die Aufgabe auch abgeschlossen. Der Wald ist schon gruseliger im Dunkeln. Also jeder Wald ist gruselig im Dunkeln. Egal, ob es der verbotene Wald ist oder nicht. Zum Beispiel, das ist Spider. Hey, voilà. Stelliamos. Incendio. Lerioso. Accio. Incendio. Na, Blödsinn. Ich kann nicht weg. Ich sterbe hier gleich. Ich habe doch gesagt. Ich hänge da an diesem Wurzeln fest. Ja, ja, letzte Checkpoint, please. Trotzdem mache ich die Spinne weg. Ich hasse Spinnen. Ich finde es so ekelhaft. Ich glaube, jeder hasst die Spinne. Okay. Revelio. Wo ist sie jetzt? Accio. Okay.
Einer alleine ist okay. Ich habe ja noch nichts so. Nun denn? Ich gehe mal ein bisschen hier hin. Akio! Expelliarmus! Le Protego! Levioso! Expelliarmus! Und wieder hat sie mich von hinten. Salvamos. Incendio. Accio. Salvamos. Accio. Von hinten wieder, das ist so mies. So. Von hinten. Okay, was gibt's denn hier Schönes? Revelio. Ich höre sie schon. Akio. So. Ich hätte mich jetzt nicht mit jeder Spinne annehmen. Revelio. Nein, wie war das? Wo waren noch mal meine Fallen? In Lower Hogsfield oder in Upper Hogsfield? Lass dich in Zukunft vielleicht. Reißen, wenn dir eine hübsche Dame begegnet. Es wird immer eine andere geben. Akio. Okay, weiter geht's. Revelio. Oh. Mondkalb. An diesem gruseligen Ort. Oh, ich kann nichts aufmachen hier. Keine Ahnung, was ich deren Meinung nach hier sehen soll. Oh.
So. Okay, weiter geht's. Revelio. Wäre ich gern gelangweilt, hätte ich normale Arbeit. Der sich mit mir anlegt. Komm raus, bevor ich dich... Revelio. So geht das auch. Ich würde sagen, dass Irondale seinen Namen nicht gerade verdient. Kompletter Schwachsinn. Hab noch nie im Leben so viel Unsinn gehört. Man könnte glatt meinen, Mondkalbdung ergibt mehr Sinn. Da wird jemand sein Vorhaben bald bereuen. Dein Kollege ist schon tot. Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Genau. Oh, oh. Langsam. Revelio. Okay. Wir machen das. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Und dann machen wir das. Wollen wir. Akio. Ja, ich lauf zu meiner Mama. Oh. Trinke mehr. Eieiei. Sollte ich mich mit jedem auch anlegen da? Ja. Hallo? Komm raus, bevor ich dich finde. Hey, Doko! Akio! Incendio! Vamos! Oh.
wagst es, meine Leute zu töten? Ja, ich wage es. Und ich auch. Was hast du getan? Nix. Salamas! Incendio! Okay, ich könnte tatsächlich ein wenig Heilung gebrauchen. Oh, ich will die Viecher retten. Incendio! Habe ich die erledigt? Nein. Hallo, jemand da? Etwas Gutes. Revelio. Okay. Oh, ich will die Viecher befreien. Oh. Und dann. Ich brauche. Hey, Doktor! Kotringo! Kotringo! Revelio! Kotringo! Zentauren! Revelio! Oh, Zentauren sind hier. Ich muss ja nicht jeden jetzt hier bekämpfen, ne? Gehen wir erstmal unseren Weg hier. Bin sowieso vom Weg abgekommen. Okay, ich habe wenigstens zwei Tränke wieder. Ich gehe da entlang, ich gehe hier entlang. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Oh ja. Sag nicht, ich habe kein Malvenkraut mehr. Anscheinend nicht. Okay. Oh. Akio. Spinnen sind ein Albtraum. Oh, ich muss genau hier durch. Wieso muss ich denn hier durch? Revelio.
Wieso muss ich hier durch? Incendio. Ach so. Meine Güte, können wir das jetzt mal mit den Spinnen kurz sagen? Ich muss hier gar nicht entlang. Okay. Revelio. Gibt es so knuddelige Viecher. Knuddelmuff. Ja, ich brauche dann Fell. Für irgendwas, ich weiß noch nicht was, aber ich brauche es. Durch Gehirn lang. Revelio. Epina. Ist doch wieder so ein Spinnenzeus. Na, wo sind sie? Ich geh sie mal besuchen. Ich hab Lust darauf. Spinnen sind doch was Tolles. Ach hier. Incendio. Was machst du denn? Speriamos, Akio. Na. Incendio. Puh.
Revelio. Haben wir es jetzt? Nein, das ist noch ein. Accio. So. Revelio. Sind wir bald da? Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hallo. Gestatte mir dein Elend zu beenden. Ach Menno, alle wollen sie mein Elend beenden. Wieso denn? Was habe ich getan? Okay. Leben mehr. Okay. Ich wäre dafür. Dass ich doch erstmal versuche. Was war denn das? Das habe ich jetzt aber gesehen. Was ist denn das? Ein bewegliches Ziel. Gibt gleich perfekt ein bewegliches Ziel. Ja, ich bin dafür, dass ich mir jetzt Getränke kaufe. Können wir mal gucken, ist hier was Gefährliches? Gehen wir mal kurz rein. Incendio! Dass man hier vielleicht was findet. Revelio. Expelliarmus. Accio. Ich weiß nicht, ob wir da rein sollten, ohne Medizin. Jetzt spring doch schon. Revelio. Da ist was drinne. Komme ich auch wieder raus? Ich würde gerne wieder raus. Accio. Was mache ich mit denen? Gruselig. Ich sagte gruselig. Mama! Mein. Accio. Expelliarmus.
Puh. Ist meine Treppe aber kaputt, verdammte Axt. Akio! Revelio. Ist sonst noch was hier? Mann! Ein halber Herzinfarkt für mich. Akio. Okay. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Aber wie gesagt, ich bin dafür. Das mache ich auch. Wir müssen uns Tränke holen. So geht das ja nicht. Na, Karte. Tränke. Nein, ich wollte schnell reisen. Und dann beende ich auch erst den Part, der ist wieder sehr lang. Ich wollte eigentlich nicht so lange Parts machen, ich muss einen Schluck trinken auch. So. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Jo, alle Wege. Gut. Wir wollten Hippies laden. Ach, das ist er hier. Ja, ich brauche unbedingt Tränke. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, gut, falls Sie welche brauchen. Ich brauche unbedingt. Du hast keine. Was soll denn das? Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Trinken für kurze Zeit. Reduziert die Abklinge für zwei Sprüche des Trinkenden. Soll ich dir was verraten? Du hast nichts für mich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, bis bald. Kann ich nicht irgendwo hier interagieren? Revelio! Ist aber was braun. Naja, gut. Okay, Ich müssen schauen. Weil so kann ich ja nirgendwo hin. Schloss. Ja, ich guck mich mal eben hier ein bisschen um bei den Händlern. Da. Frische Produkte, Samen und Dünger. Gast das berüchtigt für ihre zwei Gäste und mangelnde Sauberkeit. Sportbedarf. Tierbedarf. Ist ein. Aber da können wir nichts kaufen. Der noch was hat, ansonsten muss ich bei ihm noch mal hingehen. Aber ich glaube nicht. So viele Tränke. Also gut, ihr Lieben, ich mache das jetzt schnell offline. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Die Muggel haben uns das Leben
Kommentar, Tipps und Tricks immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin, adios. Ja.